So, Video an die Hater von Gewitter im Kopf. So, jetzt bin ich gespannt. Jetzt, also, hat auf jeden Fall gute Bewertungen. Ich bin gespannt, ob das krass wird oder. Okay, also hier sind Fans mit am Start. Alter, ich getraue mich eigentlich gar nicht, ne? Wie schlimm wird's? Skala von 1 bis 10. 10 ist das Schlimmste, 1 ist das Beste. Ist 1 ist das Harmloseste? Oh, shit. Also, ich glaube, das würde jetzt, also, das wird auf einer Cringe-Basis mal wo ganz anders landen. Also, ich kann es mir zumindest vorstellen. Oh, Alter, ohne Witz, ich fürchte mich gerade wirklich so ein bisschen, das Video mir reinzuziehen. Aber ich denke, das ist ein Video, da können wir auf jeden Fall gut abcringen. Ach du Scheiße. Okay, ich bin Du bist gespannt. das Familienoberhaupt, Dieses Video die geht an Legende die seiner Hater da Stadt. Du hast draußen. uns Noch die bisschen, du Welt musst. auf zu sagen, dass dass Tims Lächeln Video nur Promo beigebracht. ist. Digga, das ist nie und nimmer die Hintergrundmusik von Blazen. Ah nee, das ist. Ich meine, ah nee, das ist. Von Tim ist das doch die Hintergrundmusik. Ich dachte gerade, ich habe mich gerade übel an Blazin Daniel erinnert. Er macht auch so melodramatische Musik teilweise. Scheiße, man hört kaum was, weil der Song so laut ist. Du bist das Dieses Familienoberhaupt, die Video geht Legende an die seiner Hater da Stadt. Du hast uns draußen. die Welt Hört auf gezeigt zu und uns sagen, das dass Lächeln Tims Video beigebracht. nur Promo Du bist ist. ein Krieger, den Was man nicht niemals stimmt. unterschätzt. Ein liebevoller Wir, Mensch Team mit dem Herz Pommes, am richtigen stehen immer Fleck. hinter Tim und Jemand, Jan. der Guck, das ist so eine, die gesagt hat, wir stehen immer hinter Tim und Jan. Und die Promo, das stimmt nicht, dass es Promo ist, ja, weil wir wissen das. Aber Tim gibt es selber zu in seiner Beschreibung, dass es Promo war, ja. Auch wieder komplett selber hops genommen. Ja. Immer Und da, das um wird zu sich helfen. Der niemals Mensch der vielen ändern. Worte, du lässt Taten für sich sprechen. Also ich finde, dass es keine Promo ist. Als ob Und deine sowas kann Worte man auch eine keine winzige Promo nennen. Geschichte und dein offenes. Mit dem Hintergedanken, dass Tim zugegeben hat, dass es Droge, dass es Promo ist. Wie hart wird hier reingecringed? Alter, geiles Video. Ich muss mir nur solche Videos angucken. Dann bin ich auf jeden Fall. Dann habe ich es geschafft einfach. Dann reicht es mir. Ja? Team Pommer steht hinter Tim und Jan und das wird auch so bleiben und das ändert sich kein einziges Stück. Das geht an die Hater von Jan und Tim. Ganz ehrlich, verpisst euch von deren Account. Keiner will euch da haben. Keiner. Ihr habt da gar nichts zu melden. Du bist Was unser mich so Anker im Leben, ankotzt damit ist, du weißt, man will mit ohne den dich Leuten ist gar reden nichts zu und ihnen gehen. sagen, Es was tut los ist. mir Und dann leid, bekommt man die aber Antwort sehr ich geblendet, fühle man würde mich eh dafür immer alles verantwortlich. glauben. Ich fühle mich nicht Und das reif, ist ich fühle vollkommener mich nicht reif, Quatsch. Und ich fühle mich die lassen einfach nicht nicht mit sich reden. Man muss schon flüstern, weil die darf es gar nicht laut aussprechen, weil das zu cringe ist wahrscheinlich in der Familie oder so. Ich habe keine Ahnung. Ja, ich erwarte dann auch das nächste Mal, wenn dieses, wenn noch so ein Video entsteht, erwarte ich dann wenigstens, dass die Hintergrundmusik noch lauter gemacht wird, dass man halt dann die Stimmen gar nicht mehr erkennt. Ja, dass man dann nicht mehr deuten kann, was es sein soll. Nee, bisher gutes Video auf jeden Fall. Hat mir bisher gut gefallen. Ja, gut zugesagt. Lass den Jungen einfach in Ruhe. Und überhaupt, das ist nicht mal eine Promo, das ist eine Eingebrochen. Information für uns als Community. Also Eingebrochen. lasst ihn einfach in Ruhe. Hallo alle Hater gegen Tim und Jan. Wir stehen immer hinter ihnen. Ich finde das nicht cool, dass ihr erst Jan. Ich finde auch persönlich, muss ich jetzt mal ehrlich sagen, ich finde das extrem sinnvoll an der Stelle, dass man Hintergrundmusik erstens laut abspielen lässt und mit Gesang. Dann macht das nämlich noch viel mehr Spaß, zwei Stimmen zu hören. Ich persönlich, der ja sehr oft einfach an Gedanken abschweift, es ist immer perfekt, wenn man zwei Stimmen mit einmal hört. Weil da kann ich umso besser mich auf die ganze Sache konzentrieren. Wegen den Ticks und den Tourette, was fällt mir erst deswegen ihn hatert und jetzt Tim wegen dem Video. Es ist nur Ach, ein Stufe 3 ernstes Abo ist Thema, davon wird sehr viele betroffen sein. Hi Tim und Jan, ich wollte euch einfach nur mal sagen, dass ihr nicht auf die ganzen Hater hören solltet, die euch gerade versuchen, etwas reinzudrücken wegen der Promo für Tims Lied. Die Tim haten, weil er einen Song darüber gemacht hat. Ja gut, jetzt muss er aber sagen, das war jetzt eher weniger cringe, weil sie jetzt nicht auf Krampf irgendwas verteidigt hat, sondern gegen Hater kann man ja was sagen, ja? Das ist ja in Ordnung. Ich finde es cringe, wenn jetzt gesagt wird, ja, wir wissen, dass es keine Promo-Aktion war. Und letztendlich stellt sich heraus, dass es aber eine Promo-Aktion war. Macht das, weil sein Opa verstorben ist. Geht einfach. Geht. Es ist einfach nicht. Die Tim haten, weil er einen Song darüber gemacht hat, weil sein Opa verstorben ist. Geht einfach. Geht. Es ist einfach nicht cool, ihn runterzumachen, weil er einen Song rausbringt, wo er seine Gefühle einfach nur in den freien Lauf lässt. Und die Community ist sogar sowieso stärker. Also Hater, verpisst euch. Also Hater. Und Leute, die meinen, die Videos von Tim jetzt in dem. Ich erwarte wirklich, dass diese Musik noch lauter im Hintergrund ertönt. Dann haben wir eigentlich, dann können wir eigentlich bloß dieses Lied anhören, das reicht eigentlich. Weil dann hört man hier gar nichts. Die meinen,
die Videos von Tim jetzt in dem, bei dem neuen Kanal. Sein Promo ist so ein Scheißdreck. Erstens, hört auf damit, und zweitens, stimme ich. Jan wird immer hinter Tim stehen und Tim immer hinter Jan. Genauso wie das Tourette nicht gehen würde oder das Fink wäre. Die Legende seiner Stadt, du hast uns die Welt gezeigt. Raus an die Hater. Bitte hört auf, sowas zu schreiben. Sowas macht man nicht. Das verletzt das ganze Team Pommes. Klar, jeder hat seine eigene Meinung. Aber trotzdem, sowas gehört sich nicht. Bitte hört damit auf. An alle, die Tim jetzt haten, nur weil er einen Song rausgebracht hat, wo er seine Gefühle zeigt, ist schon traurig. Hä, wer hatet Tim denn, weil er einen Song rausgebracht hat? Also man merkt, Josie hat's verstanden an der Stelle, ne? Josie hat verstanden, dass wir den Song haten oder den Song kritisieren und nicht die Aktion, die gemacht wurde, um den Song zu promoten. Ach, scheiße. Ja, das ist wirklich, also hier, also das ist wirklich hart. Schaut euch einfach das Video nicht an und gut ist. Hatet keine Menschen, die es nicht verdient haben, gehatet zu werden, ja? Lasst es einfach und, ja. Ich habe manchmal das Gefühl, dass die Zuschauer mehr emotional heulen als der Creator an sich. Meine Meinung zu den Hatern von Gewitter im Kopf. Ich verstehe die Hater nicht. Sie kennen Jan und Tim nicht persönlich und sie kennen mich einfach. Ihr kennt aber Tim und Jan auch nicht persönlich. Also, ich weiß nicht, ob das natürlich jetzt eine Cousine ist oder so. Sie sagt, du kennst sie nicht persönlich. Die Frage ist, kennen sie Tim und Jan persönlich? Ja, das ist jetzt gerade die große Frage. Über welche urteilen und etwas sagen, was gar nicht stimmt, was sie gar nicht wissen können, weil sie die nicht persönlich kennen. Alle Hater, die Tim gerade haten und den Song, nur weil er seine Gefühle in diesem Song auslässt, geht einfach weg. Wer hatet denn das? Der Song hat ja auch viele positive Bewertungen bekommen. Also der Song an sich ist da kein Problem. Also die checken ja, also die sind ja, also hier drei Leute, die das jetzt schon gesagt haben, die leben völlig hinterm Mond. Ja. Ein Song kann viel mehr ausdrücken, als jeder denkt. Und er kann den ganzen Leuten, denen es auch so geht, weiterhelfen. Und die Hater, die einfach keine Aufmerksamkeit in der letzten Zeit gekriegt haben, kriegen es leider jetzt. Und trotzdem ist die Community stärker. Also geht, ihr habt keine Chance. Was wir euch bzw. dir noch sagen wollen. Bleib so, wie du bist. Und da spreche ich, denke ich, für ganz Team Pommes. Wir sind alle stolz auf dich, dass du einen Song für den Opa geschrieben hast und das so übers Herz gebracht hast und hör nicht auf die ganzen Haters. Genauso auch wie Jan. Lass dich nicht unterkriegen und zieh weiterhin dein Ding durch. Wir stehen alle hinter dir und haben dich ganz so lieb. Hey Tim, ich weiß, es fällt dir unfassbar schwer momentan. Ich kann nur sagen, wir sind da, Team Pommes ist da, wir wollen dich und deine Familie unterstützen, wo wir nur können. Wir wollen einfach, dass es dir wieder besser geht. Beziehungsweise, wir wollen dich ablenken von den negativen Sachen. Und wir wollen auch deine Familie ablenken. Wir wollen nur das Beste für dich. Und Jan und Tim, bleibt so, wie ihr seid. Team Pommes steht immer hinter euch. Hey Tim, bleib so, wie du bist. Jetzt geht der Song von vorne los. Und scheiß auf Hater. Die Hater bringen nichts. Sie wollen dich nur niedermachen. Und das bringt absolut gar nichts, wenn man darauf hört. Also mach weiter so. Bleib stark. Bleib so, wie du bist. Und wir haben dich lieb. Ich meine, das sind ja liebe Nachrichten, ne? Das möchte ich hier gar nicht verteufeln oder so. Das ist ja alles in Ordnung. Aber die haben halt mit der Aussage, dass es keine Promo-Aktion war, haben die sich selber, beziehungsweise nicht die haben sich selber hops genommen. Tim hat die hops genommen. Stell dir vor, du willst Tim helfen und der nimmt euch aber hopp. Ihr habt alles richtig gemacht. Hört nicht auf die Hater, bleibt immer ihr selbst und ich hab euch lieb. Die ganze Pommes-Army steht hinter euch. Hey Tim, hey Jan. Ich möchte, dass ihr euch diese Hate-Kommentare und diesen ganzen Hate, was auch über deinen Song fehlt mir online gekommen ist, Tim. Nehmt euch das nicht zu Herzen und die Hater wissen einfach nicht, was sie sagen. Und ich möchte, dass ihr wisst, dass Team Pommes immer hinter euch stehen. Wer hat das geschnitten? Ich muss wirklich Tims Musik, ja. Gut, es geht. Man muss auch sagen, der Kanal heißt Tims Musik. Da kann man natürlich auch verlangen, dass man nicht die Stimmen der Person hört, sondern nur Tims Stimme hört. Ja, das merkt man gerade eben. Ich finde Gewitter im Kopf toll, weil sie zeigen, dass man mit der Krankheit Tourette auch lacht. Ich meine,
wer lacht nicht darüber? Ich denke mal, es gibt viele, die darüber lachten. Und Team Pommer steht hinter Tim und Jan und das wird auch so bleiben und das ändert sich kein einziges Stück. Und Jan ist einfach der tollste, beste Freund, den sich Tim vorstellen kann. Die sind unzertrennlich, Team Pommes. Ich finde das immer, also ich muss ehrlich sagen, ich finde das immer übertrieben unangenehm, wenn andere darüber entscheiden, wer mit wem Best Friends ist, obwohl die gar nicht wissen, ob die Best Friends sind. Also das Ding ist halt einfach, sie weiß es doch gar nicht, wie eigentlich das Verhältnis zwischen Tim und Jan ist. Sicherlich ist es eng, aber wie soll sie denn jetzt entscheiden, dass das Verhältnis so ist und dass die Best Friends sind? Tim kann auch einen anderen besten Freund haben. Ich finde das absolut weird, wenn andere über dein Leben entscheiden, was gut für dich ist oder was, mit welchen Leuten du connected bist. Steh ich hinter beiden. Will so gerne Fußball mit dir schauen und Weihnachten feiern. Ich will dein Ruhestand. Aber singen kann er gut, das muss man sagen. Er hat eine sehr, sehr gute Stimme. Also Tim hat wirklich eine gute Stimme, kannst du nicht sagen. Holy shit, hier wurde sich ja böse Mühe gegeben. Gewitter im Kopf. Lara, Ellie, Emily mit Doppel-M. Seit wann Emily mit Doppel-M? Okay. Kenne ich nur mit einem M. Okay. Stella, Lara, Tamara. Warte, wo haben wir? Mal schauen, ob wir Sarah, Lara und Tamara zusammenbekommen. Also, wir haben schon mal Lara. Wir brauchen Sarah. Wo haben wir eine Sarah? Sandra. Schade. Nee, wir bekommen keine Sarah zusammen, glaube ich. Und ich glaube, eine Tamara gibt es hier auch nicht. Schade. Ich dachte, wir bekommen hier eine Sarah, Lara und Tamara zusammen. Hier ist noch eine Lara. Aber zwei Laras ergeben mir auch schon zwei Personen sozusagen. Ich finde es schwach, dass anscheinend keine Jungs im Team Pommes willkommen sind. Ja, stimmt. Ja, das ist wieder die Gleichberechtigung. Hier, ne, ich bin ja ganz großer Fan von Gleichberechtigung, ist ja wirklich so. Und ich bin auch ganz großer Fan, alle Sachen zu gendern. Und hier merkt man, dass, was ich sehr schade finde, zwecks Gleichberechtigung, kein Junge vorhanden. Also, wo ist hier mein Junge? Larissa, Lina, Stella, Larissa, Kim, Lara, Erika, Annika, Vanessa, Luna, Sophia, Rike, Esra. Okay, krass. Patricia. Lynn, Nina, Malena, Mara, Melissa. Nee, Sarah, Lara und Tamara. Aber wir haben ja... Also Tamara, sorry, aber die heißt Mara. Das ist ja schon fast, das ist ja schon die halbe Miete, oder? Das ist sogar schon eine dreiviertelste Miete. Schade, dass die Kommentare deaktiviert sind. Warum machen die das? Warum deaktivieren die das? Ich finde das frech. Ja, muss ich ehrlich sagen.